So, da sind wir wieder. Vor Koga, ne? Hier mit dem Weg nochmal entspannt zurück. Ja, gucken wir mal, ob wir jetzt hier so an den dran kommen. Ja, okay, das war ein ganz einfacher. Links rum. Puh. Das ist sehr effektiv, auch halt die Backenspiel, weiß ich doch. Also gucken, ob ich Nino King noch ein Level schenken kann. Sieht aber nicht so aus. Ja, aber gucken, ob Blitzer das schaffen kann. Ah, aber ist zurückgeschreckt. Easy. Überragend, Blitzer. Wupp. Und der Unkadabra. Alle Psycho-Klinge. Oh, Blitzer macht den Kadabra fertig. Ehre. Ehre. So, dann gehen wir nochmal heilen. Heilen. Dann gucken wir mal, ob wir Koga stressen können. Ich glaube, da nehme ich auch, wenn wir das hier irgendwann fertig sind, nehme ich auch, glaube ich, Diktri aus dem Teammenü dafür Trelaxo mal mit. Aber gucken, ob wir Koga irgendwie. Oh, was kommt der hier einfach rein und redet, ey? Ich habe geklopft, ja. Ja, okay. Lass ich dir durchgehen. Alles klar, dann bin ich schon. Kein Ding. So bin ich. So, Koga! So kennt man mich. Ja, er fängt mit dem X-Bart an. Okay, der Run wird schon mal nichts. Level 43. Und ich kann Level 44 Max sein. Das ist doch behindert. Gut, das One-Hit in mein Kadabra. Das war's damit komplett. Ja, das können wir uns hier also noch sparen. Hast du die Psycho-Arena noch nicht gemacht? Nö. Hab ich dir nicht empfohlen, die zuerst zu machen? Ja, aber ich dachte easy peasy. Mit Kada. Ja gut, dann wipen wir hier jetzt erstmal schön an einem X-Bart. Ich hab nicht mehr diesen scheiß Fahrradweg gefunden, wo ich den Tee abgeben muss. Also den Tee habe ich mir noch geholt, aber. Ich wusste nicht mehr, wo der Typ war, der den will. Du musst einfach. Ich einfach mal zurück in die Stadt, wo du den Tee geholt hast und dann nach rechts. Ach, nach rechts, ja, ich bin nach links raus. Nee, nach rechts. Ah. Da habe ich nämlich noch das Relaxo gefangen, Alter. Ich kann mir noch Relaxo fangen. Ja, ich habe beide jetzt gesehen. Eins habe ich gefangen. Das eine wollte nicht, auch wenn ich einen Superball geworfen habe. Nee, es war bei mir auch voll der Krieg. Das ist irgendwie beim ersten nicht mal einmal gewackelt, hat der Ball. Ja, bei mir war es am Ende. Hat es gepennt und war im roten AP-Bereich, dann ist es im Superball drin geblieben. Blitzer, du schaffst es ja sicher nicht. Das Problem ist bei dem einfach nur das Expert. Ja,
Ich hatte natürlich auch das Pech, dass es sein erstes war. Wenn ich jetzt nochmal random neu angreife, ist es wahrscheinlich nicht mehr das erste. Dann krieg ich vielleicht 1-2 kaputt. Das Smogmog habe ich ja gekillt. Die anderen sind halt kein Problem. Ich habe aber auch nur das Blitzer gegen das X-Bad. Mehr habe ich auch gar nicht. Oh Mann! Ja, Kadabra könnte noch, aber das ist halt defensiv relativ schwach. Ja, das X-Bad hat ja gerade mit seinem scheiß Giftstachel gewonnen. Wo das ja nicht mal sehr effektiv ist, ne? Mhm. Ich habe es nicht aufgebracht, ob es ein Volltreffer war. Nach rechts. Ah, hier, der will das Wasser haben. Okay. Oh, dieser Tee riecht so lecker. Lecker, darf ich den haben? Einen Schluck bitte. Okay, du darfst noch durch. Vielen Dank, Mate. Hier gab es auch noch irgendwo ein Team Rocket Outpost, den man vorher machen kann, ne? Oder wie war das, ne? Den musst du vorher machen. Ach, den muss ich sogar machen. Ja, das Schiff guckt. Auf den Meisterball. Ah, da sind wir jetzt. Was ist das denn? Kampfarena. Hm, können wir auch eben erst machen. Vielleicht können wir die machen. Mal gucken. Ob wir da eine Schnitte haben. Ach ja, könnten wir. Könnten wir. Das sieht gut aus. Ja, wenn man kann einfach gut durchrasieren. Matchhawk. Hm, du hast Nocturne genommen, willst du mir aber das geben, wenn ich das Kikli nehme? Ja. Okay. So machen wir das. Oh, Arasaf! Arasaf! Das ist das One-Hit? Das wäre Ehre? Oh, das ist Ehre. Da müsste jetzt. Theoretisch müssten alle One-Hit sein mit Kadabra. Kadabra versucht Psychokinese zu erlernen, Alter! Jetzt könntest du dann auch theoretisch deinen Kadabra zu Sinsala machen. Ist Psychoklinge gut? Weil ich habe das Gefühl, das macht bei mir relativ wenig Schaden. Guck mal, was das für ein Typ ist, also spezial oder physisch. Psycho-physisch. Da hast du deine Antwort. Ach so, weil physisch mit drin steckt. Oder warum? Ja, weil es physisch ist. Kadabra ist ja kein physisches Pokémon, sondern Dann kann Psycho-Klinge ja ohne Probleme weg. Unacher Menki. Psychokineser 10 AP, hat das früher nicht nur 5? Nee, hat immer 10. Echt? Ich schwöre, König Rot und Blau hat das nur 5 gehabt. Ja, wir sind aber Feuerrot und Blau. Jaja, das war ja trotzdem eine Frage, ob das früher mal weniger hatte. Menki. Ich glaube, dann bin ich jetzt auch auf dem Punkt, wo ich Blitzer den EP-Teiler geben kann. Hast du den EP-Teiler gekauft? Hm? Nö. Ach Quatsch, ich habe hier noch gar keinen. Ah, ich weiß gerade im Gedanken beim anderen Account. Das ist Rubin. Da kriegt man ja relativ früh. Ja, hier brauchst du 50 Pokémon. Mhm.
Ne, ist bei 23. Ich hab mir den gestern geholt. Ja, das könnte, würde ich halt vielleicht auch morgen vielleicht in der Session machen. Einfach nochmal Vetania Wald, Raupis fangen, Safcons fangen, Hornius fangen. Bist du eigentlich auch relativ schnell bei Ratzfratz Radikal fangen. Sowas habe ich alles nicht mitgenommen. Theoretisch können wir auch eine Tauschsession machen. Könnten. Ja, zum Beispiel Gifur, Knuddelhof. Habe ich zum Beispiel dann für die Einträge Tutok. Ja. Aber muss man 50 haben oder 50 gesehen haben? Ne, man muss sie haben. Brauchst ja immer noch eine Ewigkeit. Also du musst die Pokémon-Decks-Einträge haben. Ja, das ist ja, wenn man die nur hat. Egal wie kurz. Dann krieg ich ja für Turtok, da krieg ich ja nur einen und nicht drei. Bis der 27 haben, ey, das dauert ja ewig. Kann ich auch sie wahrscheinlich, bin ich wahrscheinlich wirklich schneller, wenn ich einfach in Vatania Wald gehe und da schon mal 10 fange. Oder 7 oder wie viel es da gibt. Boah, ich werde nachher nochmal so arm werden irgendwann. Ich habe gesehen, dass mein hier, wie hieß dieses Feuer-Esel mit dem Vulkan oben drauf, das habe ich ja in der Pension. Das hatte das letzte Mal schon 23 Level bekommen. Das wird so teuer, das wieder abzuholen. Können wir mal sagen, wie viel mein Pontimus kostet, oder? Ja, pro Level 1000. Plus 1000. Ich weiß ja nicht, wie viel Level das gestiegen ist. Ja, ich nehme jetzt Kikli mit, ne? Ja. Jo. Sehr schön. Haben wir das Kikli. So, was machen wir dann? Ja, Team Rocket steht vor der Arena, das kennen wir. Kann ich rechts raus. Unten geht's nicht raus, doch unten geht's auch raus. Haben wir eine Menge Käfertüten. Vielleicht kann Blitzer da ja was reißen. Das Ding ist 37 Level bestiegen. Ja, das ist auch eine Menge Kohle. Fast 38.000. Mhm. Ja, 1000 pro Level plus 1000 einmalig. Fürs überhaupt reinstellen. Ja. Das ist schon gut Kohle. Ja gut, irgendwann ist es halt Level 100, dann sind es halt 101.000, ne? Bis dahin habe ich die Kohle ja zusammen. Blitzer, lass dich doch nicht vergiften, Mann! Was machst du? Es war knapp. Aber das Bibo noch mitgenommen. Gut gemacht, Blitzer. Gut gemacht! Oh, kriegst du das One-Hit hin? Das Raupi, das schaffst du doch, Blitzer, One-Hit, oder? Jawoll! Stark, Blitzer, 200 EP, nimm's auch noch mit. Und ab zum Pokécenter. Ich würde zum Mark vorne machen, hast auch noch mehr einen Eintrag. Eintrag mehr. Oh, wann ist dieses fucking Schiff? Oh, ein Doppelkampf. Bla bla. Achso, ist gar kein Doppelkampf. Die stehen nur nebeneinander. Schade, ein Doppelkampf wäre jetzt auch nochmal lecker gewesen. Oh, alle sind nur am Vergiften, ey. Und dann paralysieren und. Ja, oder eingeschlafen. Blitzer schläft tief und fest.
Wollen wir aber in die Siegestraße, ne? Hast du Giovanni noch gut besiegt? Ja, noch einen zweiten Try. Not bad. Was ist jetzt dein Level Cap? 60. Ich habe hier auf meinem im zweiten Share spiele ich ja auf Rubin und da habe ich jetzt schon den Weg gefunden, wie man in die anderen Startregionen kommt. Ja. Da ist in Fausthafen ist das, glaube ich. Da ist ja auch so eine Fährenstation. Und da haben die eine zweite Fähre einprogrammiert und da fragt die dich, willst du nach Kanto, Höhen oder Einal reisen? Ah, okay. Ich weiß halt nicht, wo das dann in der First Gen wäre. Ich habe eine Vermutung. Wenn ich jetzt wüsste. Rania City. Vielleicht. Da, wo die Anne war. Ach, da. Ja, könnte sein. Hier ist ja links zur Anne und davor ist rechts daneben ist ja noch ein Steg. Richtig, da konnte man ja damals noch nicht rein. Kann sein, dass es da ist für nach Einal und Co. Ich guck mal eben. Achso, ich kann mit denen ja auch noch alle reden, ne? Und ja auch alle kämpfen wahrscheinlich. Ja, Chillock, das ist nicht so gut gegen meinen Blitzer, würde ich behaupten. Ja, das ist der. Da gehst du zu Höhen und Einal. Ja. Jetzt aber auch zur Seestraße. Oh wow, es wanted it nicht. Da fehlt dir noch ein bisschen Angriff, Blitzer. Initiative hast du ja schon. Müssen wir ein bisschen was an deinem Angriff tun. Blitzer versucht Agilität zu lernen. Soll es aber nicht. Wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Wenn du in der Arena bist, könnte ich dir theoretisch auch den kürzesten Weg sagen, wie du zur Arena-Leitung kommst. Von wo? Bei der Arena. Da gibt's ja Teleporter. Was gibt's da? Ach so, ja, aber ich nehme ja versuche ja eh mal alle Trainer mitzunehmen. Dieser könnte ich, ne? Ich bin ja bei Koga vorhin auch nochmal extra raus, um den letzten Trainer noch mitzunehmen. Hab ja noch ein bisschen was zu tun. Leveltechnisch. Also gut gemacht, Blitzer. Parasek hast du schön aus dem Leben genommen. Richtig schmackhaft mit deinen Sternschauern, ratatatata. Ja, das andere ist gar nicht gegen diese scheiß Käfer-Pokémon nicht machen. Oh, noch ein Kokuna, das ist dankbar. In das Parasek hast du so Probleme und das Kokuna one-hitst du auch weg. Oh Mann, Blitzer. Du machst mich fettig. Einfach nur schwach. Das kannst du direkt austauschen, bringt nichts mehr. So überragend ist es halt noch nicht. Oh, das ist noch Magnetilo, das könnte ich auch noch fangen. Komm, das fangen wir einfach direkt. Versuchen es zumindest. Für den Pokédex. Ach, es bleibt nicht mal drinne. Level 15 Magnetilo macht Probleme. Ja, es wackelt nicht mal der scheiß Ball. Fuck off. Ich try noch, ansonsten lieb ich. Da kenn ich gar nichts Magnetilo, wenn du bei mir sein willst. Ja, er wackelt nicht mal dieser scheiß Pokéball, ne? Wieder kämpfen? Jo, wieder kämpfen im Doppelkampf-Style? Ne, wieder einzeln? Naja.
Warum hat die einen Vulcano und ich nicht? Friss Sternschauer! Duf, 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 duf. Schön. Wah. Das ist wah. Gant. Krass. Fand ich auch. Ich hab mich jetzt ein bisschen geflasht. Was auch so richtig unterwegs geflasht. Ah. Oh, oh shitly doodle. Der war richtig scheiße. Ich befürchte, dass du recht. Und ich muss dir recht geben. Ich hab immer recht. Kappa. Mit Kappa hattest du auch wieder recht. Fuck, bist du gut. 420 Pokédollar, wow, 420, Ehre. Ich muss jetzt wieder sparen. Was hast du wieder gekauft? Topschutz, Hyperbälle, Übertrank. Die alle sind Geld, aber ordentlich. Boah, leider. Tja. Oh, Blitz ist auch gleich Level 30. De-de-de-de. Auch mach nicht Schlafpuder, mach nicht diesen. Sehr gut, Blitzer. Oh, die Straße ist der Müll, ey. Warum? Passiert doch nicht viel. Naja, aber Feuerrot ist es so, dass du da Steine verschieben musst, um Gänge aufzumachen. Ach so. Das ist ein bisschen bitter. Ja, ist halt nervig, ne? Dann hast du auch noch das Pech, dass wilde Pokémon nicht nerven. Also, ich glaube, die Hälfte spielt mit Schutz rum. Ne, ich bin mit Onyx voll. Na, dann darfst du dich nicht beschweren, es will eine Pokémon kommen. Mach ich ja auch nicht, aber wenn man halt keinen Schutz hat zum Beispiel und ne, nichts haben will, da darf man sich ja beschweren. Ja, aber nur bei sich selber, weil man keinen Schutz gekauft hat. Aber dennoch. Wo muss ich denn aber hin, um Team Rocket zu nudeln?